Ganz ehrlich, mich schrägt das so auf. Ich bin keine Haterin, aber ich werde immer zu 100% meine Meinung sagen. Mir ist es egal, zu wem. Gana boy say, he want marry me, oh. I hope say, sabi kuku watche, hope your love goes sweet past the shit, oh. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Ich mache dieses Video, weil ich genug von dieser Art Menschen habe. Ich weiß, mit diesem Video werde ich jetzt nicht erreichen, dass diese Menschen aufhören, so zu sein, wie sie sind oder so. Aber ich möchte das mal adressieren, weil es kann nicht sein, dass man heutzutage nicht seine Meinung zu etwas sagen kann. So. Als allererstes, Leute, das ist mein Kanal. Auf meinem Kanal kann ich machen und lassen, was ich will. Wenn es einem nicht gefällt, soll man gehen. Keiner ist gezwungen, auf diesem Kanal zu sein. Und es gibt genug Leute, die, sagen wir mal, Reaktionsvideos machen, die auf andere, wo deren Channel sich eigentlich nur darum dreht, andere Menschen Arbeit zu kommentieren, drauf einzugehen und sonst irgendwas. Viele von euch haben mitbekommen, mein letztes Video, was ich über Shirin David gemacht habe, über ihren neuen Song, aber es ging mehr da um das Video an sich, dass ich da die Kommentare ausgeschaltet habe und die Likes kann man nicht mehr sehen oder Dislikes. Man kann zwar liken oder disliken, aber man kann nicht mehr sehen, wie viele haben was getan. Wieso habe ich das getan? Also, ich habe das getan, weil es waren mega, mega viele negative Kommentare dabei. Aber das waren nicht Kommentare, wo man gemerkt hat, ey, die hat mein Video gesehen und das ist so ihre Meinung. Es war gar keine Meinung, es war noch nicht mal eine Kritik so richtig, sondern es war Behauptungen waren das so und ja, du bist doch nur eifersüchtig, du bist voll die Haterin und so und oh, hey, wenn ihr wüsstet, was die Leute so geschrieben haben. Und da frage ich mich, ja, wenn, das allererste, wenn ihr euch mal mein Video wirklich angeguckt hättet, von Anfang bis zum Ende, dann wüsstet ihr, dass ich nichts gegen Shirin habe. Ich folge der sogar auf Instagram, okay? Und warum sollte ich der folgen, wenn ich sie nicht mag oder sonst irgendwas? Ich folge ihr auf Instagram. Ich gucke mir gerne die Sachen an, die sie so postet. Dann, am Ende meines Videos, habe ich tausendmal gesagt, oh mein Gott, ich feiere den Song, ich feiere den Text. Oh mein Gott, der Song ist voll nice, der Beat ist nice. Oh mein Gott, ich gehe voll auf den Beat ab und so. Wo ist da Hate? Sag mir mal bitte, wo ist da Hate? Viele sind darauf eingegangen, also viel, für viele ist Hate, dass ich nicht eine Sache zu 100% mag. Ich kann doch eine Sache 80% mögen und 20% nicht, weil mir da irgendwas nicht gefällt. Ist es dann Hate? Hasse ich sie? Bin ich jetzt dadurch eifersüchtig? Komm, also ich weiß nicht, so eine Leute, ihr müsst klarkommen. Es regt mich so auf, weil egal was für Videos ich mache in dieser Art und ich reagiere auf etwas. Ich reagiere darauf und sage, das hat mir nicht so gefallen, das hat mir aber gefallen. Du bist Haterin. Also eigentlich muss, also mir muss eigentlich alles, zu was ich reagiere, meine eigene persönliche Meinung sage, es muss mir 100% gefallen oder wie? Geht's noch? Nicht mal euch gefallen Dinge um euch herum zu 100%. Wenn ihr mit einer Freundin oder sonst irgendwas rausgeht, ihr findet irgendwas schön, sie sagt, nee, ist voll nuttig. Jetzt ist sie voll die Haterin oder was? Nein, das ist einfach nur ihre Meinung. Also, ich werde nicht mehr solche Art von Kommentaren zulassen, weil, wenn ich meine Reaktionsvideos mache, dann reagiere ich auch so darauf, dass ich niemanden beleidige. In dem Video, ich habe zu Szenen gesagt, boah, ihr Make-up sieht da gut aus. Oh mein Gott, da ist sie hübsch, so und so. Viele von euch, ihr seht den Anfang und dann fangt an zu schreiben, so, kommt mal klar, schämt. Also, ganz ehrlich, ich finde, man sollte sich schämen, oder? Man sollte, bevor man meint, einen negativen oder auch vielleicht positiven Kommentar abzugeben, guck dir das Video von Anfang bis zum Ende an. Oder wenn du es dir nicht angucken willst von Anfang bis zum Ende, dann kommentier nicht. Kommentier nicht, gib kein Dislike oder sonst irgendwas, weil du weißt doch gar nicht, wofür du was gibst. So. Ganz ehrlich, mich schrägt das so auf. Ich bin keine Haterin, aber ich werde immer zu 100% meine Meinung sagen. Mir ist es egal, zu wem. Am Ende des Tages kann ich sagen, das und das hat mir im Video nicht gefallen, das und das hat mir aber gefallen und fertig. Und jetzt, das war meine Meinung. Darum geht es auf meinem Kanal um meine Meinung und unten könnt ihr auch eure Meinung zu den Themen, die ich mache, geben. Ich fordere euch sogar auf, unten zu kommentieren, aber kommentiert nicht mit irgendwas, mit
ja, du bist doch nur eifersüchtig oder sonst irgendwas, weil das sind Behauptungen. Das sind Behauptungen. Ich bin nicht eifersüchtig. Warum sollte ich eifersüchtig sein? Ich reagiere auf Sachen, die gerade trendy sind. Shirin David ist nun mal trendy. Ist halt einfach so. Jeder kennt Shirin David. Und ich bin nicht die Einzige, die ein Reaktionsvideo macht zu irgendwas, was Shirin tut. Nur weil ich dabei nicht irgendwie einfach so, ja, alles ist toll. 100%. Mir gefällt das alles so gut. Oh mein Gott. Wenn es so wäre, dann wäre es so. Aber es ist nicht so. Und ich finde, ich kann das sagen. Jeder kann das sagen. Ich finde sowieso voll lächerlich immer dieses... Man muss Angst davor haben, dass die Leute einen nicht mögen werden, dass die Leute das oder jenes. Sei doch einfach ehrlich. Auf meinem Kanal geht es um Ehrlichkeit. Ich stelle hier Produkte vor von Marken, die mir Sachen zusenden. Oder, keine Ahnung, egal was ich tue, egal worauf ich reagiere oder euch Sachen vorstelle, ich sage meine 100%ige ehrliche Meinung. Und dabei geht es nicht darum, etwas schlecht zu machen. Wenn ich eine Creme zugesendet kriege und die benutze und darüber ein Video machen soll, weil es eine Kooperation ist und die Creme einfach Müll ist, dann werde ich das sagen. Vielleicht nicht in dieser Art, dass ich sage, boah, voll Müll. Nein, ich werde dann sagen, was mir an der Creme nicht gefällt. Ich werde sagen, was mir an der Creme gefällt. Und dann bin ich aber keine Haterin. Weil mir gefällt das so oder so und jemand anderem gefällt die Creme vielleicht dann anders oder dem gefällt die gar nicht, dem gefällt die perfekt. So sind wir nun mal und das ist auch gut so, dass jeder eine andere Meinung zu Dingen hat. Ich finde das so traurig, dass wir in einer Welt leben, wo man nicht mal frei seine Meinung sagen kann, ohne gleich angegriffen zu werden. Ich habe Shirin nicht beleidigt oder so. Ich habe einfach meine Meinung dazu gegeben. Naja, Leute. Für die, die es vielleicht immer noch nicht ganz begriffen haben, ich blende euch mal hier ein paar Kommentare ein, die Flair auf, er hat nämlich auf sein Instagram Shirins Musikvideo Träume, er schreibt, Träume gehen in Erfüllung. @ShirinDavid, ist klar, wegen ihrem Video. Dann, und das ist Hate, okay? Für die, die noch nicht die noch nicht wissen, so, was wirklich Hate ist, denn das, was ich tue, ist einfach nur meine kritische Meinung abzugeben. Ah, fangen wir mal hier mal an. Hier kommentiert einer. Fremdschämen, Bro, wie kann man das supporten? 100% wack. Pfui, weder Text noch Tune. Hat Skill, einfach geschmackloser Kommerzschmutz, den keiner hören will. Gib mir Studio in 2 Stunden, ich gebe ihm krasseren Track. Was ist nur los mit dieser Welt? Und sie meint das auch noch ernst. Dann hier. Das ist Hate, weil das ist so, wo sagst du jetzt so ein bisschen, also das ist weniger als so deine Meinung zu sagen, denn das ist wirklich Hate. Größter Müll, diese Frau, besteht nur aus Plastik und Autotune, regelt. Traurig, dass sowas noch supported wird. Möchte gern Beyoncé. Dann das hier, so widerlich und ekelhaft, die Alte. Und das ist Hate. Und das sind so Kommentare, die gehen gar nicht. Also ich finde so eine Leute auch voll asozial, dass ihr online geht, um ein Mädchen so zu beleidigen. Wenn ihr eine Meinung abgeben wollt, was euch an dem Video nicht gefallen hat oder sonst irgendwas oder dass euch das Lied nicht gefallen hat, halt schreibt, das Lied hat mir leider nicht gefallen. Fertig. Aber sowas, ihr Körper ist unechter als so manche Images von dem einen oder anderen Rapper. Haha. Naja, wer Lust hat, kann auf das Profil von Flair gehen, auf diesen Post von Shirin David und kann sich noch weitere Hater-Kommentare reinziehen. Aber das war so ein kleiner Vorgeschmack, was wirklich Hate ist, denn ich hate nicht. Ich hate auf diesem Kanal nicht. Ich hate niemanden. Wieso sollte ich auch? Ich habe gar keine Zeit, Leute zu haten. Aber das, was ich hier tue, auf Sachen zu reagieren, das ist meine Arbeit. YouTube ist ein Teil meiner Arbeit. Andere Sachen, ich mache Storytimes, ich mache Make-up, ich mache keine Ahnung, was ich alles mache. Ich mache hier eigentlich alles, auf was ich Lust habe und auf was ihr Lust habt. Und ja, die das nicht sehen möchten, guck mal, irgendwo ist da ein Button, wo man klickt, ciao. Geht einfach. Wie gesagt, ich bin so nach diesem Video und allem, ich bin so durch, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Leute, diese Menschen, die kommentieren, die gucken sich nicht mal
Kack-Video an, dass du keine Ahnung wie lange da saßt, gedreht hast, geschnitten hast, guckst dir wenigstens von Anfang bis zum Ende an und dann kommentier. Dann sag was. Dann sag sowas wie, oh, du hast nicht mal irgendwas Gutes gesagt, du hast kein gutes Haar an ihr gelassen. Mädchen, wenn du dir meine Videos angucken würdest von Anfang bis zum Ende, dann wüsstest du, ich habe gute Sachen dazu gesagt, weil ich Shirins Song feier. Der Song ist gut. Der Song ist gut, das Video ist gut, ein paar Stellen gefallen mir nicht und jetzt? Ein paar Stellen gefallen mir nicht. Und jetzt? Was denn? Hasse ich sie dadurch, nur weil mir ein paar Stellen in diesem Video nicht gefallen? Nein. Und wenn ich sage, ich habe bei der ersten Single mehr erwartet, hasse ich sie dadurch? Ist das Hate, nur weil ich mehr erwartet habe? Andere haben das richtig perfekt gefunden und andere haben auch mehr erwartet. Sind das jetzt Hater? Ihr seid diejenigen, die haten, auf die Videos von Leuten gehen, die ein bisschen eine andere Meinung haben, als ihr sie habt und fängt an, die Leute zu beleidigen und zu haten. Naja, Leute, dieses Video wird zu lang. Ich hoffe, die einfach nicht begriffen haben, was wirklich Hate ist, haben es hiermit so ein bisschen begriffen, weil ich hate Shirin David einfach nicht. Ich bin nur eine YouTuberin von vielen, die auf Sachen reagiert. Auf Sachen wie Shirin David. Ich bin nicht die Einzige, die auf ihre ganzen Lieder bis jetzt reagiert hat. Also die zwei, besser gesagt, und das Musikvideo. Ich bin nicht die Einzige, die darauf reagiert hat. Also kommt klar, wenn euch meine Reaktion nicht gefällt, dass ich irgendwie zu ehrlich war, meiner Meinung nach zu ehrlich war, dann klickt einfach aus den Videos raus, geht einfach, deabonniert mich, geht einfach. Aber hört auf, unter meinen Videos irgendwelchen Müll zu schreiben, weil ich werde diese Leute alle blockieren. Ich werde euch eiskalt. Ich habe schon mal in einem Video gesagt, ich gehöre zu den Leuten, kommst du mir so und so, ich blockiere dich. Und ich werde euch alle blockieren. Das erinnert mich an den Lied, euch alle. Euch alle. Naja, Leute, das war's mit diesem Video. Es ist auch viel zu lang geworden. Ich wollte gar nicht so viel quatschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich darüber, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen erklären, was wirklicher Hate ist. Und vergesst nicht unten zu abonnieren für noch mehr tolle Videos auf meinem Kanal. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns auf einmal im nächsten. Peace!